Hallo und willkommen zu unserer Videoreihe Ein Killer, viele Gesichter. Heute der Glöckner von Notre Verdammt. Wir sind die Entedo-Schule, das Schwarze Vakuum und die Zockerpansen. Jeder unserer Kanäle wird ein anderes Geist-Setup mit verschiedenen Perks und Addons vorstellen. Die Links zu den Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Wir hoffen, ihr habt Spaß daran, die Glocken läuten zu hören, und damit geht's auch schon ab zu den Builds. Ja, und ich spiele die zwei Seiten eines Geistes. Das heißt, mein Geist ist immer so das hin und her gerissen davon, jemanden an den Haken zu bringen, aber auch wieder vom Haken wegzugehen, also immer so ein Hin und Her. Dafür habe ich halt die Addons Windsturm, damit ich mich schneller bewegen kann, und Flimmern, damit ich mich schneller wieder unsichtbar machen kann. Das heißt, wenn ich jemanden am Haken habe, mache ich mich schnell unsichtbar und hau ab. Dafür hilft mir natürlich auch Barbecue und Chili, damit ich gleich ein neues Ziel habe, wo ich drauf gehen kann. Natürlich auch aufgezehrte Hoffnung, damit ich schnell genug wegkomme, um hier eventuelle Tokens zu sammeln. Oder für trifft eine Wahl, auch dafür schnell genug vom Haken weg. Andererseits halt wieder, wenn der Haken leer ist, beziehungsweise derjenige abgehakt wird, bin ich mit trifft eine Wahl schnell wieder zurück auf dem Weg, um den Retter zu bekommen. Dafür hilft mir vielleicht auch noch Bluthund, wenn ich den Retter schon nicht finde, kann ich vielleicht den Geretteten finden. Ist zwar nicht vielleicht so die schöne Art, den gerade Abgenommenen wieder niederzuschlagen, aber mein Geist kann halt seinen Haken nicht leer sehen. Dazu habe ich noch ein Memento Mori mit, und zwar aus Zypressenholz. Das hat vielleicht eher mehr den psychologischen Effekt, weil wenn die Überlebenden denken, oh, ein Mori und ein brennendes Totem, ja, warum sollte er denn aufgezehrte Hoffnung oder ein Mori gleichzeitig mitnehmen? Dass sie vielleicht meine aufgezehrte Hoffnung stehen lassen, weil sie denken, es ist verteufelter Boden. Mal sehen, ob das klappt. Das werden wir jetzt gleich im Spiel sehen. So, und jetzt sind wir jetzt hier auch schon in der Runde. Behandlungsbereich ist es geworden. Keine Ahnung, ob die Map jetzt gut oder schlecht für mich ist. Vielleicht konnte mein Totem relativ gut verstecken. Muss ich mal gucken, wie gut oder wie schlecht es steht. Ja, es steht so richtig schön. Hallo, hier ist Totem. Aber da haben wir doch schon den ersten. Die ersten zwei sogar. Zack, zack. Ein Dwight war das, wie es aussah. Ja, es ist ein Dwight. Oh, er will nicht durchs Fenster. Das heißt, du kriegst jetzt einen Schlag drauf. Wo bist du in die Ecke gerannt? So, natürlich bei meinen zwei Seiten meines Geistes. Guck mal, Totem. Yay. Ist natürlich der Anfang halt immer ein bisschen schwierig. Oh ja, der hat aber ein bisschen verhauen hat das. Ich trete erstmal gegen. Weil natürlich am Anfang kann ich natürlich noch nichts wirklich von meinen Perks nutzen. So, aber jetzt hänge ich ihn hier auf. Ich habe hier gesehen, dass ich in der Nia war. Ist mir aber egal, ich mache mich Glock Glock und saus davon. Guck mal zu meinem Totem. Oh, da ist keiner. Den ersten Gen haben sie schon durchgeprügelt. Der hier war das. Aber ich sehe hier niemanden, der hier drin. Oh, da ist jemand. Ah, ich wollte sie ein bisschen blocken. Hat nicht ganz so geklappt. Aber die Nia, die will auch nicht retten. Jetzt hat sie gerettet. Ah, hier ist keine Tür. Verdammt. So, das heißt, trifft deine Wahl ist aktiv. Ich sprinte zurück zum Haken. Wenig Blut. Das ist der Dwight. Aber ich will die Nia. Nein, die hat nicht gerettet. Verdammt, wir hatten dann gerettet. Ich hätte vermutet, dass die Nia gerettet hat. Aber die war es anscheinend nicht. Da hinten. Unser Experte, wer da hinten noch immer gerade lang gerannt ist. Du hast gerettet. Was bist denn du? Ah, du bist ein Ash. Gut. Ich kann halt nicht ertragen, dass der Haken leer bleibt. Darum kommst du jetzt gleich wieder dran. Bing bing. Aber ich kann auch nicht ertragen, dass jemand an meinem Haken ist. Oh, und jemand an meinem Totem kann ich auch nicht ertragen. Das heißt, schnell hingesaust. Finger weg.
Fällt ein bisschen näher, die heizt sich gerade. Okay. So, jetzt muss ich mal ganz normal weggehen, weil ich die Nila ja gerade jage. Die Palette hat sie umgeworfen. Bin ich schon weit genug weg für aufgezehrte Hoffnung? Ich hoffe es mal. Na, jetzt renne ich wieder zurück. Finde ich nicht so gut. Jetzt bin ich wieder nah genug dran. Mhm. So, Dwight rettet hoffentlich. Ja, sehr schön. Nein, er hat den Falschen gerettet. Er hat die Claudette gerettet. Da war ich nur zu nah dran. Ah, Mist. Aber den Ash hinten, den rettet gar niemand. Doch, jetzt rettet er. So, natürlich blöd, ihm hinterher zu gehen. So, ein wenig getunnelt jetzt vielleicht. Wir gucken, ob es den Strike hat. Wo ist denn hier der Haken? Verdammt, hier ist die Palette. Also, sie wackelt gar nicht, ja? Oder nicht? So. Dran treten. Glock, glock. Und wegsausen. Hier ist Ash. Oh, Claudette hat gesagt: Nö, ist mir scheißegal, was du hier machst. Ich will sterben. So, jetzt hebe ich den hier bestimmt wieder auf und dann in dem Moment wird hinten gerettet. Hinter meinem Rücken. Nein, nicht, okay. So, hier ist der Keller, kann ich auch im Keller bringen. Da hinten wurde irgendwo drüber gesprungen. So, jetzt haben wir. Dwight hat natürlich jetzt das Problem. Er ist jetzt doppelt gefährdet. Weil. Ne, dich will ich eigentlich gar nicht. Ich will den Dwight. Ash hat sich sterben lassen. Okay. Okay, dann muss ich halt doch dich nehmen. Tut mir schrecklich leid. Aber ich habe den Zweiter nicht gefunden. So, ich springe jetzt mal hier hinten hin. So, Glock, Glock, da ist Dwight an meinem Totem. Wagst dir, Dwight, der wird es noch schaffen. Verdammt, Axt. Triff deine Wahl, ist zwar noch aktiv, aber ich glaube nicht mehr so lange, bis ich... Nee, ist es abgeklungen schon. Da wird es nischt. So, Dwight. Rennst wieder zurück, okay. Von mir aus. Ach ja, du hattest ja der Tod. Gut, einmal zurück. Aber hier ist keine Palette mehr. Die hat schon die Nia, glaube ich, mitgenommen. So, ich trete auf den Genio. Für die 100 Punkte. Halt! Wenigstens ein Mori möchten wir haben. Hätte ich wieder vergessen. Zum Glück haben die das reingenommen, dass man es jetzt sieht. Ja, unbarmherziger Killer. Da sind die zwei Seiten des Geistes sehr gut aufgegangen. Daily habe ich auch noch gleich mit abgeschlossen. Na, perfekt. Ist halt so, man muss halt bei den zwei Seiten des Geistes erstmal in diesen Flow reinkommen. Am Anfang hat man es schwierig, weil man nichts hat, was ihm wirklich hilft. Aber sobald jemand am Haken ist, geht's los. Man macht sich unsichtbar, rast mit Barbecue, sieht, wo jemand ist, rast mit Barbecue los, ist weit, schnell weit genug weg für aufgezehrte Hoffnung und trifft eine Wahl. Falls man merkt, dass schon gerettet wurde, bevor man bei seinem Ziel ist, kann man wieder zurückgehen, trifft seine Wahl nutzen. Man muss dann halt einfach Schlag auf Schlag Druck machen. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert. So, zweimal Rang 8, einmal Rang 18. Der auch mal hier mit Rang 18. Oh, die hatten sogar zweimal Deadhard. Aber dreimal Deadhard sogar. Okay, aber hat nur der Dwight hat es, glaube ich, genutzt. Zumindest effektiv genutzt. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder was Schönes in die Kommentare schreiben. Und schaut auch unbedingt mal bei der Entitus-Schule und den Zockerpansen vorbei. Die haben nämlich auch coole Builds zum Geist gemacht. Letzte Woche gab es auch schon auf unseren drei Kanälen jeweils ein Build zum Geist.
Auch davor hatten wir schon Bilder gemacht zum Doktor. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, ist hier in der Playlist verlinkt. Könnt ihr euch alle gerne anschauen und Kommentare und eure Meinung dazu dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.